Hallo liebe Leute, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Rock of Ages und heute geht es nach Madrid und dort erwartet uns Napoleon. Ja, tatsächlich, es ist Napoleon, der uns erwartet und der hat ein super cooles Intro. Ich liebe es. Na los, Pferdchen, mach. Was soll das? Und tschüss. Ich hoffe, wir können auch Napoleon so weghauen. Allerdings bleibt das offen. Das letzte Match, das war ja, das hat mir gut in der Hand. Und die Stage hier ist aber, ihr seht es, lang. Und vor allem kann ich euch sagen, die Schlüssel hier sind mal richtig mies platziert und verteilt. Und es macht überhaupt keinen Spaß, die Schlüssel auf dieser Stage einzusammeln. Und wir fangen an und schnappen uns hier eine der wenigen Stellen, bei der es die Möglichkeit gibt, einen Engpass zu machen. Und zwar machen wir hier mal ein paar Türmchen hin. Die habe ich ja schon lange nicht mehr verwendet und grundsätzlich könntet ihr aber auch auf die Dinger verzichten und wieder nur Katapulte machen. Also die Katapulte wären eigentlich irgendwie immer wichtiger und stärker, vor allem in Kombination mit so einem Boot oder sowas, mit so einem Flugschiff, das jetzt zur Verfügung steht. Das heißt, die nächste Stufe und die sind natürlich besser, weil das haut noch mehr rein und so. Und sehr praktisch. Und unser Gegner fängt gleich mit einer Sonne an. Das hatte mich auch überrascht. Passiert nicht so oft, dass der Gegner direkt gleich mal die Sonne auspackt. Aber wir nehmen die Challenge an. Können wir ihm vielleicht die Sonne rausprügeln? Wer weiß das schon. Und ich sag euch während des Kullerns mal, wo denn der eine oder andere Schlüssel ist. Wo war das? Moment, wir müssen hier außen rum. Ich muss gerade sitzen, wo ist denn dieser Schlüssel? Genau, hier ging es, glaube ich, hier links geht es dann runter. Ihr seht diese Rampe hier links und da ist ein Schlüssel dann. Dann da leuchtet einer, da müsst ihr von Stein zu Stein springen. Das reicht aber, wenn ihr von dem kleinen auf den mittleren und dann auf den höchsten springt. Das reicht, wenn ihr die drei Steine nehmt, obwohl da mehr stehen. Und dann, wenn ihr hier nicht runterfallt, sondern hinter dem Ding weiterrollt, wie ich das jetzt endlich mal hinkriege, da gibt es jetzt links die untere und rechts die obere Route. Und wenn ihr links die untere Route nehmt, was ich gerade nicht tue, dann müsst ihr quasi mit Schwung da lang und dann hochspringen und dann erreicht ihr den Schlüssel, den ihr gerade eventuell habt, schweben sehen. Genau, da müsst ihr die untere Route für nehmen. Man könnte denken, der schwebt in der Luft, wir kriegen es von oben, aber nein, tatsächlich kriegt man es von unten und der hat eine sehr dumme Hitbox. Ich bin quasi durch den Schlüssel durchgeflogen und habe ihn trotzdem nicht bekommen. Ich weiß immer noch nicht, wie das funktioniert hat, aber nun ja, also, aber irgendwann hatte ich ihn dann auch beim zweiten Anlauf. Genau, so, und ihr seht, es gibt jetzt auch größere Explosionsfässer. Also wir haben jetzt von allem bald das Größte. Ich hätte es ja cool gefunden, wenn es von den Mammuts noch eine größere Stufe gegeben hätte. Aber ich glaube, es gibt nur drei Stufen von allem, abgesehen von den Kugeln. Und die neue Kugel habe ich auch hier nicht. Und auch auf der nächsten Stage habe ich sie nicht verwendet, weil ich am liebsten mit der normalen Kugel einfach rolle. Oder mit der Sonne, wenn ich mal die Kohle habe. Aber auf der nächsten Stage, da ist das mit der Sonne einfach nicht so eine gute Idee. Das seht ihr dann aber in der nächsten Folge. Jetzt rollen wir erstmal ein bisschen weiter. Wir brauchen Geld, liebe Leute. Wir brauchen Geld. Und ihr seht, unser Gegner hat uns nicht so viel Schaden gemacht. Der scheint nicht ganz so gut klar zu kommen. Und deswegen versuchen wir das Ganze auszunutzen und unsererseits zu gewinnen. Wenn ich mich recht entsinne, hatte ich sogar versucht, diese Schlüssel zu bekommen und bin hier lang gerollt, weil hier wusste ich halt noch nicht, wo die Schlüssel sind. Ist halt der Erstversuch. Und ich sehe ein Flugboot und jetzt sagt mir das Spiel, dass ich falsch rum mich bewegt habe. Das war irgendwie sehr ärgerlich, weil das mich unfassbar viel Zeit gekostet hat für absolut überhaupt nichts. Sowas mag ich. Aber ich habe einfach nicht geblickt, dass das wirklich dann nochmal der Weg zurück ist. Und wie ein dort dieser Schlüssel anlacht. Aber der ist so nervtötend zu holen. Also wenn ihr den holen wollt, dann müsst ihr unbedingt, weil die ganzen, also hier rauf, dann rechts auf den Stein und dann auf den nächsten Stein und auf dem Stein nochmal hüpfen und dann habt ihr ihn. Und das Problem ist, euer Gegner neigt gerne dazu, dort Katapulte hinzustellen. Und das ist so nervtötend. Also wenn er das tut, versucht es nicht mit Biegen und Brechen, sondern macht erst alles kaputt. Also macht die Katapulte auf jeden Fall kaputt, die dort sind.
Denn sonst könnte es echt frustig sein, wenn ihr da hochspringt und dann quasi euch das Katapult in der Luft trifft. So, und hier oben schwebt der Schlüssel. Hier müsst ihr jetzt springen und wenn ihr das macht, hier war es einfach so, ich habe A gedrückt, aber irgendwie musste die Kugel gerade ein bisschen in der Luft gewesen sein oder sowas. Jedenfalls ist er nicht gesprungen. Ansonsten ist es nicht, also der ist wirklich leicht zu holen und der andere auch. Nur der, der sich auf den Steinen befindet, der ist unfassbar nervtötend. Also der ist wirklich nervig zu holen. Das macht keinen Spaß. Die Schlüsselsuche ist sowas, das ist wirklich... Also ich mache das nur, um halt den Erfolg auch noch zu holen, aber an sich, ja, das ist nicht so toll mit den Schlüsseln. Also sagen wir es mal so, es wäre nett, wenn die Schlüssel nicht so arschig verteilt wären. Da haben die Entwickler sich nicht von ihrer netzten Seite gezeigt. Und ihr seht, unser Gegner hat es nicht geschafft, an unserer Verteidigung vorbeizukommen. Seine Kugel wurde zerstört. Und dementsprechend haben wir einen riesigen Vorsprung jetzt. Und zwar einen wirklich gewaltigen Vorsprung. Und dann fällt er auch schon wieder herunter. Also ihr seht, es reicht da so eine kleine Mauer und ein paar Katapulte und so. Und dann ist die Sache für den auch irgendwie gegessen. Also der taugt irgendwie nichts. Der hat auch keinen Plan, wie er da durchkommt und versagt eigentlich auf ganzer Linie. Also das ist wirklich, wirklich ein einfacher Gegner. Und wenn man jetzt denkt, das geht so weiter, dann wird einem das nächste Match wirklich eines Besseren belehren. Denn zumindest für mich war das ein absolut schweißtreibendes Erlebnis. Und ihr seht, ich versuche hier nochmal aufzukommen. Von hier müsst ihr jetzt auf den rechten rauf. Und von dort dann quasi direkt auf den anderen. Aber in diesem Video habe ich das einfach nicht hingekriegt. Ich dachte erst, man braucht eine fliegende Kugel. Aber ihr braucht hier für keinen der Schlüssel eine fliegende Kugel. Ist natürlich mit einer fliegenden Kugel einfacher, keine Frage. Aber ihr braucht sie nicht. Also, mein Gott, ihr könnt es euch halt vereinfachen, aber müsst nicht. Es ist kein Muss. Allerdings, ja, man muss sich das Ganze auch nicht antun. Und irgendwann hat es mir dann hier auch gereicht, weil ich wollte auf jeden Fall die Runde jetzt im Video gewinnen. Weil ich keine Lust hatte, wegen so einer Schlüsselsache jetzt hier noch eine Runde ranzuhängen. Das wäre irgendwie auch blöd irgendwie. Und unser Gegner hat uns ja mittlerweile jetzt auch mal wieder Schaden gemacht. Tatsächlich, er ist wirklich mal wieder angekommen. Ja, herzlichen Glückwunsch, Gegner. Und wir versuchen hier jetzt, glaube ich, nochmal zu bekommen. Aber auch hier, das mit dem Springen nicht so richtig funktioniert. Macht aber nichts. Wir haben gewonnen und sehen uns dann morgen oder übermorgen. Ich weiß es gerade gar nicht. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Und ich kann euch nur sagen, das nächste Video, es wird so, so unfassbar spannend und knapp. Seid gespannt, ob ich vielleicht sogar zwei Folgen brauche, um das zu schaffen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.